In der Formel 1 hat es heute am Freitag beim Grand Prix von Belgien ein regelrechtes Erdbeben gegeben. Es betrifft das Alpine-Team, das das halbe Management rausschmeißt. Ich komme gerade aus der Pressekonferenz mit dem neuen Chef, mit dem neuen starken Mann, der das Sagen hat, Bruno Famin. Es beginnt gerade zu regnen, das passt irgendwie zum Thema. Und ich erzähle euch in diesem Video, was es mit den Änderungen auf sich hat. Also, was ist passiert? Alpine hat den CEO Loro Rossi vor ein paar Tagen schon rausgeschmissen. Wenn wir sagen rausgeschmissen, dann heißt das formell, er darf sich jetzt um Sonderprojekte kümmern. Praktisch steht er da auf dem Abstellgleis. Aber der Marken-CEO Loro Rossi, das ist nicht das einzige Opfer, das es bei Alpine gibt, sondern heute hat man auch bekannt gegeben, dass Teamchef Ottmar Szafnauer und der Sportdirektor Alain Permain mit sofortiger Wirkung gehen müssen. Mit sofortiger Wirkung heißt am Montag nach dem Grand Prix von Belgien an diesem Wochenende. Und Pat Fry, der bisherige technische Direktor, der wechselt zu Williams, wo er seinen Dienst am 1. November aufnimmt. So, heute bettle ich mal um eure Likes. Daumen hoch für meinen Einsatz im Regen. So, es hat hier gerade richtig zu regnen begonnen. Ich habe mir jetzt hier ein trockenes Plätzchen gesucht, um euch die neuesten Informationen durchzubeamen. Also, wer ersetzt denn die drei Herrschaften eigentlich? Das werden folgende Personen sein. Bruno Famin, das war bisher schon der Vice President von Alpine Motorsports, der übernimmt interimistisch die Position von Ottmar Szafnauer als Teamchef. Matt Harmon, der übernimmt die Position des technischen Direktors von Pat Fry, auch interimistisch. Und Julian Rouse, das war bisher der Leiter der Alpine Academy, der wird Sportdirektor und tritt damit die Nachfolge von Alain Permain an. Und dann gibt es da ein ganz spannendes Gerücht, denn was Alpine aktuell sucht, das ist einer, der Motoren kann, wenn man so möchte. Die Gerüchte im Paddock besagen, dass so ungefähr 30 PS aktuell fehlen. Man braucht da jemanden. Die FIA hat auch schon Bereitschaft signalisiert, dass Alpine nachziehen darf, obwohl die Motoren ja eigentlich eingefroren sind. Und ein Motorenmann, der aktuell frei verfügbar wäre und der auch ein bisschen Erfahrung im Teammanagement hat, das wäre Mattia Binotto, der ehemalige Ferrari-Teamchef. Ob es da schon Gespräche gegeben hat oder nicht, das entzieht sich aktuell unserer Kenntnis. Aber Radio Fahrerlager meldet, dass Binotto ein Kandidat sein könnte, wäre auch ganz naheliegend. Schließlich war er vor 18 Monaten, als man sich letztendlich für Ottmar Szafnauer entschieden hat, angeblich schon einer der möglichen Wunschkandidaten des Alpine-Teams. So, dann saß heute um 15 Uhr in der internationalen FIA-Pressekonferenz Bruno Famin, der neue Teamchef, und musste nur wenige Sekunden, nachdem die Pressemitteilung rausgegangen ist, uns Journalisten erklären, was es jetzt mit den Änderungen auf sich hat. Und interessanterweise hat Famin immer wieder betont, die Trennungen seien im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Das ist insofern ganz interessant, als vor einer Woche Ottmar Szafnauer in Budapest noch erzählt hat, wie gern er Teamchef von Alpine ist. Er hat seine Visionen für die Zukunft dieses Teams dargelegt. Er war auch zu Gast im Podcast. Beyond the Grid hat da gesprochen darüber, wie er Alpine auf Vordermann bringen möchte. Dass man jetzt plötzlich sagt, das ist im gegenseitigen Einvernehmen passiert und Ottmar Szafnauer und Alain Permain haben aufgezeigt und gesagt, wir sehen eines, braucht ihr neues Personal. Angesichts der Aussagen vor ein paar Tagen sehr schwer zu glauben, wenn man ganz ehrlich ist. In der Realität wird es so sein, dass die Herren einfach rausgeschmissen wurden vom neuen Management. Ob das Famin entschieden hat, ob das vielleicht sogar der Renault-Konzernchef Luca de Meo war, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau beantworten. Was Famin gesagt hat, das war, dass die Vorstellungen über den Zeitplan nicht zusammengepasst haben zwischen ihm und Ottmar Szafnauer. Da wurde dann in der Pressekonferenz nachgebohrt, was es denn heißt, welche Vorstellungen denn Szafnauer hatte bezüglich des Zeitplans, welche Vorstellungen er hatte, Famin, bezüglich des Zeitplans. Auf diese Nachfrage hin ruderte Famin so ein bisschen zurück und hat gesagt, es war nicht zwingend die Dauer des Zeitplans, sondern eher das Wie, dass man einfach unterschiedliche Vorstellungen hatte, wie man das Alpine-Team in der Formel 1 wieder auf die Siegerstraße bringen kann. Interessant in diesem Zusammenhang natürlich auch der berühmte 100-Rennen-Plan, den Alpine ausgerufen hat. Das war ja im Jahr 2016 schon mal ein 5-Jahres-Plan, der wurde mehrmals verworfen. 2021 hat man dann den berühmten 100-Rennen-Plan ausgerufen. Das war der CEO Loro Rossi, der ist ja auch nicht mehr da. Ottmar Szafnauer hat dann diese Woche im Podcast Beyond the Grid gesagt, der 100-Rennen-Plan, der beginnt für ihn gefühlt mit seinem Amtsantritt, also wird wieder verschoben. Heute wurde Bruno Famin auch nochmal auf diesen 100-Rennen-Plan angesprochen und da hat er ziemlich ausweichend darauf geantwortet. Lange Rede, kurzer Sinn, den 100-Rennen-Plan, den gibt es nicht mehr. Das Wording, auf das er sich eingelassen hat, war, man möchte so schnell wie möglich in der Formel 1 um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen. Ob jetzt diese Änderung, wo man das komplette Top-Management eigentlich rausgeschmissen hat, dazu beiträgt, dass das schneller geht, das sei mal dahingestellt. Es ist übrigens, das sei auch dazu gesagt, nicht die erste Änderung im Top-Management, seit das Team Alpine heißt. Das ist seit 2021 der Fall. Begonnen hat man eigentlich mit Marcin Butkowski
und Davide Brivio, einem Mann aus der MotoGP als Doppelspitze. Die beiden wurden dann durch Safnauer ersetzt und jetzt eben der nächste große Umbruch im Management des Alpine-Teams. Famin sagt aber, das ist keine große Umstrukturierung, die uns jetzt zurückwerfen wird, sondern was wir hier tun, ist eine Umstrukturierung, mit der wir die zweite Stufe unserer Rakete zünden. Also für ihn ein wichtiger, notwendiger Schritt. Aber unklar ist ja noch, wer kommt denn jetzt überhaupt? Denn alle drei Positionen, wie gesagt, nur auf interimistischer Basis. Gerüchte gibt es um Binotto bei den anderen beiden Positionen. Weiß man noch gar nicht, wer das Alpinschiff in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren eigentlich steuern wird. So, und dann gab es natürlich auch ein Statement von Christian Horner, der gemeinsam mit Bruno Famin in der Pressekonferenz saß. Man weiß ja, Horner, Red Bull und Renault, die haben auch eine Vorgeschichte, die nicht immer nur freundschaftlich war. Christian Horner hat gesagt, er wäre überrascht, wenn die beiden, meinte damit Safnauer, meinte damit auch Alain Permain, lange ohne Job sind, und hat besonders Alain Permain hervorgehoben. Er sagt, das ist einer, der seit mehr als 35 Jahren in der Formel 1, der ist mit diesem Team durch dick und dünn gegangen. Wir erinnern dran, Alain Permain hat, habe ich mir hier aufgeschrieben, 1989 beim Team in Enstone angefangen. Damals hieß es noch Benetton, als einfacher Elektronikingenieur. Ich brauche professionelle Moderation, weil ich kann das nicht. Also, mich hat gerade der Christian Klein hier unterbrochen. Die haben auch Unterschlupf gesucht, die Kollegen von Servus TV. Permain alles mitgemacht. 1989 als Elektronikingenieur zu Benetton gekommen. Dann wurde ja Benetton verkauft an den Renault-Konzern. Dann war es kurzzeitig Lotus. Wir erinnern uns alle noch an Clara Lopez. Wurde dann wieder zurückverkauft an den Renault-Konzern. Und jetzt zum Schluss eben Alpine. Permain war immer dabei. Horner sagt, hat auch das Team zusammengehalten in Zeiten, wo es ganz schwierig war, wo das Team knapp vor der Insolvenz stand, wo auch Gehälter mal nicht gekommen sind. Also möglicherweise ein Verlust, den das Team nicht so leicht abfedern wird können. Und ein Personalabgang, der uns durchaus auch überrascht hat. Denn während man bei Ottmar Safnauer schon ein bisschen kommen hat sehen, dass der vielleicht gehen muss, hatte Alain Permain vor dem heutigen Tag, soweit ich zumindest weiß, kaum jemand außerhalb des Alpine-Teams auf dem Schirm. Und ich kenne einen Kollegen, der hatte schon so eine Ahnung, dass Mattia Binotto und Alpine vielleicht ein Thema werden könnte, nämlich Kevin Scheuren. Das nächste Video, Kevins Kaffeepause, könnt ihr euch jetzt anschauen.